Liebe Trader, der sichere Umgang mit dem Trading Desk spart einerseits Zeit und ist Grundvoraussetzung für effizientes Arbeiten. Deshalb möchte ich in diesem Video vier elementare Grundfunktionen erklären und dabei auf eine interessante Entwicklung am Markt zu sprechen kommen. Was möchte ich vorstellen? Zum einen, wie speichert man Charts ab? Des Weiteren, wie kann ich eine Chart-Konfiguration entsprechend abspeichern und das Ganze so einstellen, dass jeder Chart mit dieser Konfiguration standardmäßig geladen wird? Und wie kann ich Aktien markieren und dann anschließend exportieren? Ich switche in das Trading Desk und wir können hier bereits sehen, ich habe eine kleine exemplarische Chartanalyse anhand des DAX vorbereitet, wie das Ganze aussehen könnte. Ich möchte damit eigentlich nur verdeutlichen, wenn man eben fortlaufend an einem Index, an einem speziellen Basiswert eine entsprechende Analyse betreiben möchte, dann kann man diese Charts sich eben immer wieder aufs Neue abspeichern. Wie gehe ich jetzt hierfür vor? Ich habe hier oben rechts im Eck diese Wolke und hier kann ich jetzt sagen Save Chart. Linksklick, wir sehen, Chart wurde gespeichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel über das X hier links den Chart wieder in seine Ursprungsansicht zurückbringe, ja, in die Standardansicht. Und jetzt kann ich hier oben über diesen Ordner sagen, lade gespeicherte Charts und genau diesen Chart kann ich jetzt wiederum mit einem Linksklick so laden, dass ich meine technische Analyse hier jetzt fortlaufend bearbeiten kann. Wenn ich etwas Neues hinzugefügt habe, wie zum Beispiel noch ein paar Pfeile, machen wir so, dann kann ich auch das wiederum einfach abspeichern, indem ich auf die Wolke klicke, Save Chart und der entsprechende Chart wird überschrieben. Ich schließe den Chart und wenn ich jetzt zum Beispiel hier über dieses Symbol, ja, Show Save Charts und dann wiederum einen Linksklick, dann kann ich mir auch diese zuletzt abgespeicherte Konfiguration entsprechend laden und das eben fortlaufend für verschiedene Basiswerte bearbeiten. Ja, jeder einzelne Basiswert erhält dann einen separaten Speicherplatz. Kommen wir zu Punkt 2, dem Erstellen und Speichern einer Chart-Konfiguration. Ich nehme das X und setze den Chart in seine Ursprungsansicht zurück und sage mir, ich möchte gerne mit den Turtle-Strategien arbeiten. Hierzu gehe ich unter Indikator und dann unter Channel. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich interessiere mich für die Turtle 2 Long-Strategie. Das heißt, hier arbeiten wir ja mit einem 55-Tage-Hoch als Trigger und mit einem Trailing-Stop mit einer 20er-Periode, das heißt ein 20-Tage-Tief. Ich ändere das Ganze so um, 55er-Periode, 20er-Periode, das heißt eben, wie jetzt zum Beispiel hier, als der DAX diese Range hier den Ausbruch vollzogen hatte, das ist mit einem neuen Turtle-Strategie 2 Long-Signal einhergegangen. Das ist unser Buy-Trigger und unser Trailing-Stop, der läuft entsprechend mit einem 20er-Tagestief. Ja? Und wenn ich jetzt sage, mich interessiert grundsätzlich diese Strategie und ich hätte diese gerne als Template abgespeichert, dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich rücke den Chart ein wenig zurecht mit diesem Symbol neben dem X. Und hier unten links sage ich jetzt Konfiguration, speichern als und sage Turtle 2 minus Long. Ja, und dann könnte ich vielleicht, oh, hoppala, jetzt. Und dann könnte ich noch sagen 55 slash 20, damit ich entsprechend auch weiß, welche Perioden damit gemeint sind, abspeichern. Ja, wenn ich den Chart jetzt in die Ursprungsform wieder zurücksetze, kann ich dann ganz leicht einfach über Konfiguration Turtle 2 anklicken und dann bekomme ich sofort entsprechend meine Turtle 2 Long-Strategie. Jetzt kann ich noch einen Schritt weitergehen, indem ich sage, ich möchte den Chart, wenn ich einen x-beliebigen Chart öffne, immer in dieser Standardkonfiguration öffnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel beliebig auf Kontinental klicke, kriege ich den Chart in seiner blanken Form angezeigt. Jetzt könnte ich aber sagen, indem ich hier oben auf die Einstellung klicke, dann unter Charts, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, unter diesen sogenannten Predefined Configurations sämtliche Templates, die ich erstellt habe, kann ich quasi als standardmäßige Konfiguration so einstellen, dass diese automatisch geladen wird. Dann setze ich hier Turtle 2 Long Strategie, klicke ich an und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmals Kontinental öffnen wollte oder öffne, dann sieht man, dann bekomme ich das Ganze eben mit diesem Template entsprechend geladen. Ja?
Das gleiche kann ich auch machen mit dem Minervini Trend Template. Das habe ich mir ebenfalls erstellt. Einfach die drei gleitenden Durchschnitte hinzugefügt. 50, 150 und 200. Minervini Trend Template können wir uns ebenfalls anschauen. Ja, und auch diese Konfiguration könnten wir uns standardmäßig einstellen. Gleiches Vorgehen auf dieses Einstellungssymbol und dann anstatt Turtle 2 Long Strategie einfach auf Minervini Trend Template klicken. Und wenn ich jetzt einen neuen Chart öffne, wird dieser eben standardmäßig immer mit dem Minervini Trend Template geöffnet. Ja, das heißt, jedes Template, das wir uns individuell erstellt haben, das können wir auch immer zum aktuellen Standard machen. Damit hätten wir dann auch gleichzeitig schon Punkt Nummer 3 abgearbeitet, neben das eben dieses Template zur Standardkonfiguration zu machen. Und jetzt kommen wir noch zum Markieren und Exportieren von Aktien. Wenn ich täglich meine Scans durchgehe, das heißt, ich mache verschiedene Scans und mir fallen Aktien auf, dann möchte ich diese eben einer einzigen Watchlist hinzufügen oder zuweisen. Ja, und hierfür gehe ich folgendermaßen vor. Mich interessieren jetzt beispielsweise Aktien wie eine Continental. Dann nehmen wir exemplarisch eine Stratec noch hinzu, eine TUI, eine Stada und noch eine Schaeffler. Ja, das heißt, wenn ich über die Spalte der WKN gehe, auf Höhe des Basiswertes, dann kann ich entsprechend diese Aktien hervorheben. Und jetzt hier unten über dieses Symbol sage ich, zu einer bestehenden Watchlist hinzufügen oder eben eine neue Watchlist erstellen. Diese könnte ich jetzt nennen WL für Watchlist 0302 mit dem heutigen Datum. Dann eben speichern. Ja, und wenn ich jetzt einen anderen Index aufmache, zum Beispiel Tech 30, dann könnte ich auch hier wiederum Aktien hervorheben, die mich interessieren. Siltronic sieht ja gerade sehr interessant aus. Und dann könnte ich wiederum sagen, über hier unten quasi meine markierten Aktien einer Watchlist hinzufügen oder zuweisen. Hier wird dann auch sofort die letzte erstellte Watchlist angezeigt. Und dann kann ich sagen, diesen Wert möchte ich jetzt auch noch diese Watchlist hinzufügen, speichern, zack. Ja, und so kann man sehr effizient sich täglich eine Watchlist erstellen oder eben eine einzige Watchlist immer wieder aktualisieren und verwalten. Und jetzt abschließend möchte ich noch diese Entwicklung nämlich auch ansprechen, speziell den TecDAX. Wenn wir uns hier mal den TecDAX anschauen im großen Bild, dann sehen wir eben, SDAX hat diesen Big Picture Breakout schon vollzogen, der MDAX hat diesen Big Picture Breakout schon vollzogen, der TecDAX aber noch nicht. Ja, und man sieht aber, dass der Index an sich sich wirklich in eine aussichtsreiche Situation manövriert. Das könnte jetzt folgende Konsequenz haben, dass beispielsweise, wenn hier wirklich der Breakout gelingt, dass dann auch wiederum verstärkt Kapital in Form von einer Rotationsbewegung in den TecDAX fließen könnte. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wirklich verstärkt auf Aktien aus dem TecDAX zu setzen. Und beispielsweise eine Siltronic ist sehr, sehr interessant. Hier wird der aktuelle Titel allerdings noch bei 52 Euro ein wenig gedeckelt, mit einer der trendstärksten Aktien aktuell am deutschen Markt. Sehr, sehr schönes Setup, diese jüngste Rücksätze wurde sofort wieder gekauft. Das heißt hier Top-Breakout-Kandidat im TecDAX und es gibt auch noch ein paar andere interessante Titel, aber dazu mehr in einem anderen Video.